Hallo meine Lieben, das hier ist ein Testvideo. Mein neues Objektiv kam gerade zu der neuen Kamera und ich bin ein bisschen überfordert. Gott, ist das schön. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sagt. Zu der neuen Qualität. Mein Gott, das ist doch cool, oder? Verrückt. Ich wollte euch mitnehmen durch unseren Weihnachten, Und, ach, ich bin so verliebt, ist das schön. Ach, da hat man mal das Geld gut investiert, würde ich sagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüssi. Und was sagst du, war er da? War der Weihnachtsmann da? Ja. Und guck mal hier, das war wieder Spuren hinterlassen. Schau mal. Guck mal die Spuren. Oh. Mama, Schneeflocke. Oh, sogar eine Schneeflocke. Wow. Hat der Schneeflocken eben an den Schuhen? Ja, hat der Schneeflocken an den Schuhen, ne? Und guck mal hier steht ho, ho, ho. Merry Christmas. Süß, ne? Ja, da ist auch eine Schneeflocke. Wow. Und guck mal die Geschenke. Lia, schau mal, wie viele. Wow. Was sagst du, mein Schatz? Schön. Guck mal hier, was sind hier so für Geschenke? Das hier gehört Lia. Das große gehört Lia. Weiß ich nicht, Schatz. Und das große gehört auch Lia. Ja. Ja. Weiß ich nicht, Schatz. Aber es gehört Lia. Und das hier auch noch. Weiß ich nicht, Schatzi. Oh, was hast du da denn schon gefunden? Ein Toni für June, oh ja. Stimmt. Oder ein Puppenbettchen, ne? Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu unserem Christmas-Vlog. Ich wollte euch jetzt mal mitnehmen. Auf jeden Fall durch unseren Heiligabend und eventuell auch die nächsten Tage. Mal schauen, wie es klappt. So, das Kind ist beschäftigt mit einem kleinen Geschenk, was sie jetzt schon mal auspacken darf. Ich glaube, sonst ist das Warten einfach zu lange. Genau, was wollte ich sagen? Wir haben auf jeden Fall jede Menge zu tun. June schläft noch, das ist ganz gut und ich wollte jetzt schon anfangen mit ein paar Sachen. Denn ich muss jetzt den Nachtisch vorbereiten für heute Abend. Oh, was hast du da? Oh, wow, zeig mal. Boah, was ist das denn? Das sieht mir aus wie ein Spiel. Oh, das ist ein Puzzle, Schatz. So, mein Lieben. Lia war heute schon um 6 Uhr fit und ich aber auch, weil ich einfach so aufgeregt war und Lia natürlich auch. Ich habe mir nur schnell, ganz schnell hier einen weihnachtlichen Schlabberlook übergezogen, denn June schläft noch und ich wollte die Zeit jetzt schnell in der Küche nutzen, weil ich noch den Nachtisch machen muss und eigentlich muss ich auch noch Kekse backen. Genau. Und deswegen werden wir jetzt loslegen. Lia, hilfst du mir beim Nachtisch? Mama. Hilfst du mir beim Nachtisch? Ja, aber Mama. Wie ist der vom Dach gekommen? Durch den Schornstein. Und wie ist der so durch den Schornstein? Mit dem Schlitten. Aber der Schlitten passt da nicht rein, das ist riesengroß. Das stimmt. Dann gehen wir mal in die Küche. Tada! Und ja, Schatz, soll ich dir Apfelschorle geben? Ja. Ja, die muss ich jetzt mal waschen, dass sie es dreckig. Kannst du dir auch eine andere aussuchen? Ja, streichen. Ja, das geht auch. Da hast du recht. Aber da drin ist nass. Ja, das wird doch jetzt eh nass. Ja? Aber ich hab die Weile, ich bin halt wie da. Das hat so Kopf.
Ja, das, weil das ein bisschen nass ist vom Abwaschen. Warte, ich mach das trocken. Das ist doch kein Problem, mein Schatz. So. Oh, bist du so durstig. Da, bitteschön. So. Und jetzt werden wir, wie gesagt, schnell den Nachtisch machen. Weil wir müssen um kurz nach 11 schon los zu Felix' Eltern. Da feiern wir nämlich heute Heiligabend. Genau, dann müssen wir früh los. Hallo Mama. So. Mama. Das Rezept findet ihr übrigens bei Instagram von dem Nachtisch. Ja, mein Schatz, warte kurz. Ich muss mal hier. Ja, ich muss mal einmal kurz einen Platz für die Kamera suchen, wenn du helfen möchtest. Und die Sachen können wir hier hinstellen. Wo sind denn die Mixer hier? Ja, der Spülmaschine, ne? Jetzt machen wir einmal das da rein. Gehst du? Machst du rein? So rein. Gucken. Ja, da rein, genau. Super. Und den auch noch einmal, bitte. Aber den danke. Auch. Danke, mein Schatz. So. Fertig. Super. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten gefeiert habt. Und wie das für euch war, ob es schön war oder nicht so. Ich freue mich natürlich, wenn es schön für euch war. Das ist immer das Schönste. Kaffee? Ja, Schatz, warte, ich muss einmal suchen. Hier. Ja, warte, ich muss einmal auf. So, bitteschön. Auch schon wieder. Upsala. Oh, jetzt ist Mama auch noch reingefallen. Na toll. Nicht schlimm. Einen noch. Nein, ein bisschen mehr kannst du ruhig jetzt. Einen ganzen, genau so. Ja. Yippie, jetzt müssen wir das noch rühren. Ganz schnell, ja? Jetzt kannst du das hier mal reinmachen. Ja. Super. So schön ist die Begeisterung von der Kleinen vorbei. Jetzt muss ich hier alleine weitermachen. Da jeden Moment müsste Papa eigentlich aufstehen. Muss zur Arbeit. Er arbeitet heute bis 12 und dann feiern wir nachher Weihnachten zusammen. Jude ist inzwischen wach, die habe ich jetzt hier sitzen und die beiden haben gerade noch ein Geschenk ausgepackt. Das sind übrigens zwei Geschenke gewesen von Verwandten und da habe ich gesagt, ja okay, die könnt ihr jetzt ruhig auspacken, weil die sind beide wirklich so ungeduldig und Lia ist ja auch so ein bisschen enttäuscht, obwohl sie noch gar nicht ihre Geschenke ausgepackt hat, aber die ist ja schon komplett enttäuscht leider. Ich bin gespannt, ich hoffe, das wird nachher noch besser. Ich habe jetzt hier auch den Nachtisch fast fertig. Ich zeige euch das gleich mal. Die Kinder haben auch gerade schon den Adventskalender aufgemacht. Das letzte Mal jetzt. Ich soll mal was zeigen. Den Zauberstab zeigen? Oh ja, hier in dem einen Kalender war hier so ein Zauberstab drin. Richtig toll, ne? So sieht es aus. Ich habe hier so Gläschen gemacht mit Creme und Spekulatius, Apfelmus. Will man mich fokussieren. So, genau. Die werde ich jetzt gleich einpacken. Ja, weil Juni da drauf sitzt, ne? Den Rest wegräumen. Ich habe noch einen Riesenhaufen Creme. Aber ich muss denselben Nachtisch auch morgen noch für 10 Personen machen. Deswegen kommt die jetzt hier in den Kühlschrank. Und dann, wie gesagt, mache ich die Juni einmal fertig, damit wir auch gleich einkaufen gehen können. Das wird nämlich der nächste Part. Gestern war ich schon unterwegs, aber das war unmöglich einkaufen zu gehen. Es war einfach viel zu voll, wirklich. Es war einfach viel zu voll. Also so viele Menschen habe ich noch nie gesehen und so einen Parkplatz vor allem nicht. So, ihr warst denn, mein Schatz? Zauber, Zauber, weg! Oh, wo bin ich hin?
zum Glück. Zauber, Zauber weg. Ich bin schon wieder weg. Mama, weg. Was liegt da auf dem Boden? Junges Ente. Die haben wir gerade in einem Paket bekommen, ne? Ja, in Weihnachten. Mhm. Hier ist übrigens Junes Kalender gewesen. Der kam richtig gut an, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für so kleine Kinder wie June wirklich total toll. Und heute das letzte Tierchen war hier der Leopard. Genau. Kam echt toll an. Das mit dem Fühlen und sowas war echt mega. Die Kids schauen gerade eine Folge Paw Patrol. Also Lia, June interessiert das irgendwie noch nicht so. Und ich wollte jetzt einmal hier Licht ausmachen und für June die Sachen raussuchen. Ich schaue gerade schon mal, was sie heute anzieht. Also eigentlich habe ich da schon einen Favoriten. Ich liebe einfach dieses rote Kleid an ihr. Das hatten wir zum Fotoshooting auch an. Zum Weihnachtsshooting. Moment, ich stelle da mal hin hier. So. Das war nur noch eine passende Strumpfhose. Und das wird... Nee, passt. Guck mal. Ach nee, die hat so Schleifen dran. Das passt wie eben nicht. Ich gerade gefreut, dass ich eine weiße Strumpfhose hier habe. Und blau. Würde zur Not auch noch gehen. Hier ist noch was Weißes. Ja, perfekt. Genau, Lia wusste auch schon direkt, was sie anziehen will. Ihr Weihnachtskleidchen. Hatte eigentlich gedacht, dass ich die Kinder erst nachher umziehe, aber sie wollte schon umgezogen werden. So, perfekt. Dann braucht Julia nur noch eine Windel. Dann ist sie auch schon fertig. Und da muss ich erst gleich nochmal gucken, was ich anziehe. Ich glaube, dass ich fürs Einkaufen erstmal ganz normal ich anziehe und dann nachher mal schauen mit den Kids. So, genau, jetzt überlege ich gerade. Felix hat hier eine Hose rausgelegt. Ich glaube, dass er die anziehen will scheinbar. Denn er ist gerade auf Arbeit hier losgedüst und er hat mir gesagt, ich soll ihm was mitbringen. Zum Anziehen, das werde ich jetzt auch direkt raussuchen, weil das sind so Sachen, die vergesse ich dann nachher. So, wir haben hier übrigens gestern umgeräumt, deswegen steht hier dieses Regal mitten im Weg. Wir sind nämlich da gerade dabei, hier hinten unser Schlafzimmer neu zu räumen. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe jetzt eine weiße Hose, die wollte ich eigentlich sehr gerne anziehen. Ich finde, das passt ganz gut. Und ich habe einen roten Pullover. Das würde ja an sich schon mal passen. Aber ich hätte auch noch eine blaue Bluse. Die ist unten im Wäscheraum, das weiß ich. Jetzt überlege ich, was am besten passt. Ich lasse es mal so liegen und dann suche ich gleich mal die blaue Bluse. Felix hat sich hier so eine Hose ausgesucht. Ich werde ihm jetzt mal ein Hemdchen suchen. Das würde ja an sich auch schon gut passen. Passt auf jeden Fall besser zu der Hose. Genau, ich denke, dass ich ihm das mitnehmen werde. Für mich schaue ich gleich nochmal. Für June habe ich. June kommt jetzt auch gerade schon hoch, weil, wie gesagt, Fernsehen interessiert sie nicht. Und hier haben wir übrigens gerade die Ecke umgebaut. Hier seht ihr es so ein bisschen. Da ist mein Stoff jetzt drin und sowas. Ich habe euch das auf Instagram auch als Video alles gefilmt. Genau, hier ist jetzt so der Stoff in so einzelne Kisten sortiert. Ich bin nämlich total gerade in diesem Ordnungsfieber. Also ich weiß nicht, ob das so eine Phase ist, die jede Frau durchmacht. Aber ich stehe ja total auf Ordnung und ich habe schon fast alles hier im Haus, wirklich alles mit Kisten sortiert und alles ordentlich und schick gemacht. Genau, mein Schatz. Nee. Oh, die kleine Prinzessin. Liebe ich dich doll, doch. Liebe ich dich doll, liebe ich dich doll, liebe ich dich doll, liebe ich dich doll. mein Schatz. Ja. Ziehen wir dich aber erstmal an. Guck mal, Jünchen, Mama hat hier ein hübsches rotes Kleid für dich. Ja? Hübsch? Toll? Was sagst du? Schick? Guck lieber zur Kamera. So, ziehen wir dich mal schnell um, ne? So, mein Lieben, ich bin wieder zu Hause. Beziehungsweise wir sind wieder zu Hause. Wir waren einkaufen. Und es hat auch relativ gut geklappt. Ups. Wir sind jetzt auf jeden Fall startklar für das Fest. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich bin jetzt hier gerade noch dabei, die restlichen
Geschenke für Oma und sowas einzupacken, für die Omas. Bin jetzt hier auch schon fast fertig. Wir haben dieses Jahr viel auf Handgemachtes gesetzt. Ich habe zum Beispiel hier mit den Kindern so Geschirrhandtücher selber angemalt. Hier sieht man das so ein bisschen. Da hatten wir so eine Textilfarbe und da haben wir die halt eben so angemalt. Oder ich habe mit den Kindern zum Beispiel, dass dieses Band immer abfällt. Ich habe mit den Kindern so Tassen bemalt. Die sind sogar Spülmaschinen geeignet. Dieses Schleife möchte einfach nicht halten. Naja. Richtig süß, ne? Und genau, habe dann noch mit den Kindern hier so kleine Keksdosen fertig gemacht. Genau, also wir haben dieses Jahr echt viel auf Handgemacht gesetzt. Ich schreibe jetzt hier gerade noch ein paar Karten. Die fehlen da nämlich noch. Also eine fehlt da jetzt noch. Und dann ist es auch fertig. Und dann können wir die ganzen Sachen ins Auto packen, ja? Und dann fahren wir los zu Oma und Opa. Da feiern wir heute ja das erste Mal Heiligabend mit denen zusammen. Sonst waren wir immer die letzten Jahre zu Hause. Und jetzt feiern wir zusammen. Davor müssen wir noch zu einer Freundin von Lia, ne? Für die haben wir nämlich auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin, ne? Ja, ein Haus habe ich für sie gemacht. Genau. Und eine Tasche und ein Flugzeug. Genau. So, mein Lieben, ich habe mich angezogen. Ich habe mich doch tatsächlich einfach für das Shirt und hier die weiße Hose entschieden. Und jetzt werde ich mich schnell schminken und dann fahren wir auch schon los. Es ist nämlich schon fast 11 Uhr. So, ein kleines, leichtes Make-up kennt ihr von mir. Einfach nur so ein bisschen was. Genau, und jetzt schnell losdüsen. So, hier habe ich jetzt alles bereitgestellt. Geschenke, Wickeltasche, Nachtisch. Da. Puppenwagen kommt nicht mit. Genau, das muss ich jetzt alles ins Auto bringen. Und dann die Kids und dann düsen wir los. Und die Kekse sind weg. Geh mal gucken. Ja, hast du das schon gesehen? Oh. Mach mal Licht an. Boah. Was ist da denn? Oh. Du kannst laut reden, ja. Ja, Schatz. Ja, schau mal, was steht denn da alles schon? Kannst du schon was sehen? Wahnsinn. Guck mal, wollen wir das mal wegnehmen von der Wand? Willst du mal gucken? Oh, genau, klingel mal. Musst du runterdrücken. So. Mach mal so. Drück mal runter. Das ist ja Wahnsinn. Komm, Finger hier. So. Ja, wie hat er das denn durch den Kamin gekriegt? Boah, der ist ja, aber das klasse. Frag ich mich auch. Hat er wohl schnell hier zusammengebaut. Das war das Gepäude. Das war für dich, ne? Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen aufgerissen. Tut mir leid. Setz dich mal hier hin. Du bist begeistert. Jude nimmt das Fahrrad. Guck mal, das ist der Schwanz vom Dino hier. Guck mal. Ich glaube, wir brauchen einen Schere. Nee, unten drunter sind meistens die Drehlinge. Oh. Hier. Wahnsinn. Guck mal hier. Oh, ist das schwer. Jetzt fahr ihn mal. Drück mal oben rauf. Vielleicht fährt er schon. Nee, nicht. Erst den Dino noch. Und Chase, soll er hier rein? Ja. Chase fährt den, ne? Hier, guck mal, das sind hier. Da kannst du schießen. Das sind sehr schön. Oh, wo kann man das denn? Hier, mach mal. Ja, und ja, Jutta, wir hier am Rad. Ja. Wir packen die hier hin, ja? Da. Ui, ne? Komm. Oh, ja. Ach, oh. Da. Das habe ich schon mal meiner Wunschliste. Ja. Was ist das? Widerstand. Oh, was ist das denn, Schickes? Du spielst damit mal rum. Guck mal. Nein, nein, nein.
Oh. Oh. Das darf Papa auch. Ja, das ist doch mal was, genau. Papa, Papa, Opa. Ja. Weißt du, da war ich auch doch. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wie ihr seht, es war ein wunderschöner Tag. Ich habe euch ja ein bisschen was eingeblendet. Lia ist im Laufe des Tages so ein bisschen krank geworden, deswegen sind wir auch relativ fix jetzt nach Hause gefahren und die Kinder schlafen auch schon. Wir haben die Geschenke, die es gab, auch schon hier wieder zum Baum gestellt. Seht ihr das? Da. Unter anderem gab es hier ein Fahrrad, aber ich würde sagen, die Geschenke zeige ich euch einfach nochmal später. Genau, es ist super spät, wir sind total K.O. Es war ein langer Tag. Morgen geht's weiter. Am ersten Weihnachtstag kommt meine Familie hierher. Wir feiern hier oben bei uns. Und genau, noch ein Familientag. Und am zweiten Weihnachtstag ist dann Chillen angesagt. Ich weiß nicht, inwieweit ich euch morgen mitnehmen kann. Mal schauen, was der Tag so bringt. Aber für heute würde ich mich erstmal verabschieden. Tschüssi!